Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Alle Jahre wieder das gleiche Thema, kurz vor Weihnachten. Und nein, ich meine nicht das Holiday Update von Tesla, sondern die Frage der Winterbereifung. Ich habe ja dieses Model Y Performance hier jetzt seit September. Davor hatte ich ein Tesla Model 3. Das habe ich in Zahlung gegeben und die Winterräder habe ich vor kurzem verkauft. Das heißt, bei mir steht jetzt das Thema Kompletträder mit Winterbereifung an. Zu meiner Schande muss ich gestehen, mittlerweile ist der 20. Dezember. Ich fahre immer noch auf Sommerreifen. Liegt aber einfach daran, dass ich mich die ganze Zeit noch nicht für eine Felge entscheiden konnte. Meine Frau fährt deutlich mehr als ich und fährt auch viel Langstrecke. Die hat jetzt auf ihrem Model Y Long Range diese Ronal-Felge drauf. Mit einem Hancock-Reifen in 19 Zoll. Ein iSept Ion X01. Sie ist absolut begeistert von dem Reifen, ist mit dem Reifen auch schon auf Schnee gefahren und hat mir versichert, dass der unheimlich guten Grip hat. Ist auch nicht gerutscht. Ich muss sagen, dass mir hier diese Überturbine vom Model Y Performance in 20 Zoll, also diese Standardfelge, eigentlich sehr gut gefällt. Und jetzt ist es so, dass bei meinem Vorgänger, also bei meinem Model 3, standardmäßig 19 Zoll Felgen drauf waren. Und für den Winter hatte ich 18 Zoll Kompletträder mit Winterbereifung drauf. Und was mich immer so ein bisschen gestört hat, wenn ich die Winterräder drauf gemacht habe, war, dass die Optik halt immer so ein bisschen armselig gewirkt hat. Zumindest halt über die Wintermonate. Und das hat mich dann doch immer so ein bisschen gestört und jetzt stand ich halt vor der Frage, suche ich jetzt fürs Model Y nach 20 Zoll Rädern oder gehe ich runter auf 19 Zoll, was die Sache ja natürlich ein ganzes Stück günstiger machen würde. Letztendlich habe ich mich für diese Felge hier entschieden von Borbet und zwar in 20 Zoll. Ich habe die jetzt mal ausgepackt und ich finde, dass die allein schon hier in diesem ausgepackten Zustand einfach Hammer aussieht. Ich finde die wirklich richtig geil und ich bin super gespannt, wie die dann gleich auf dem Fahrzeug aussehen wird. Der Grund, warum ich dieses Video heute mache, ist, ich wurde in letzter Zeit häufig gefragt, welche Felge ich empfehlen würde, welche Reifen ich empfehlen würde, wo kann man das Ganze kaufen, hast du mal einen Link für mich? Ich sage euch ein bisschen was zu den Reifen, zu diesen Reifen. Es handelt sich hier um einen speziell für E-Autos entwickelten Reifen. Allein wenn ich die Felge hier jetzt mal so hinroll und mal ans Auto stellen, sieht das schon ziemlich interessant aus, ne? Finde ich. Aber lassen wir uns mal überraschen. Übrigens die Tandscheiben drauf, das hier sind 10 mm, die werden einfach so zwischengeflanscht. Bei den 10 mm sind die Radbolzen nämlich lang genug. Dieser Reifen wurde von Hancock, wie gesagt, speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt. Diese Reifenlinie nennen sie Ion. Beziehungsweise iSept Ion. Es gibt eine Sommer- und eine Wintervariante. Ja, ich finde schon, die macht was her. Die Wintervariante ist durch ein X gekennzeichnet. Auf der Hinterachse habe ich auch Distanzscheiben drauf. Die sind 15 mm dick. Und hier ist es so, die Distanzscheibe ist auf die Narbe geschraubt. Und hat dann wieder ihre eigenen Stehbolzen und da kommt dann wieder das Rad drauf und wird wieder verschraubt. Und Hancock hat wohl den Rollwiderstand deutlich reduziert. Dadurch wird eine höhere Reichweite erzielt. Bei dem Einreifen war übrigens noch ein Geschenk mit drin. Habe ich gerade hier entdeckt und zwar eine Lunchbox. Ich packe das mal eben aus. Sieht so aus. Übrigens von Reifen Reber, hier diese Reifen, die ich bestellt habe. Und in dieser Lunchbox eine Gabel, ein Löffel und ein Messer. So, und hier kann man halt was reinmachen.
Und dann hat man halt noch einen schönen Deckel. Und da wir ja kürzlich erst einen Radsatz für meine Frau bestellt haben, haben wir das jetzt halt zweimal. Finde ich eigentlich eine ganz nette Idee, beziehungsweise eine schöne Geste. Und für die, denen das wichtig ist, die CO2-Emissionen wurden außerdem verringert und außerdem erreicht der Hersteller eine deutlich geringere Geräuschentwicklung. Die Reifen sollen also deutlich leiser abrollen als Konkurrenzprodukte. Der Reifen ist für ein höheres Gewicht ausgelegt, was E-Autos nun mal aufgrund ihres Akkus mit sich bringen. Und das war's auch schon. Jetzt nur noch dem Auto sagen, dass wir jetzt auf Wendereifen unterwegs sind. Dazu geht's in die Einstellungen, dann auf Service, Rad und Reifen auswählen. Dann in dem Fall auf Winter und dann geht's auch schon los. So, das war erfolgreich. Das hat jetzt keine 2 Minuten gedauert, bis die Reifendrucksensoren erkannt wurden und auch der Reifendruck. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze jetzt final aussieht. Ich packe außerdem den Link zu den Felgen bzw. zu diesem Reifenhändler in die Beschreibung rein. Ich bekomme dafür übrigens nichts. Ich habe mir die Felgen bzw. die Räder selbst gekauft und ich hatte auch gar nicht vor, ein Video zu machen. Aber nachdem ich die erste Felge ausgepackt hatte, war ich so begeistert, dass ich gedacht habe, hey komm, machst ein Video, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Ich orientiere mich auch öfter mal an anderen auf YouTube. Mit meinem kleinen Kanal würde ich mich jetzt nicht als YouTuber bezeichnen, aber der eine oder andere guckt ja doch mittlerweile rein. Und auch bei mir ist es ja so, wenn ich mir irgendwas Neues anschaffen möchte, egal ob es jetzt um Autosachen geht oder sonstige Technik, was diesen Hankook-Reifen betrifft. Natürlich kann ich jetzt nach einem Tag noch kein großes Urteil darüber bilden. Ich bin den Reifen jetzt schon eine ganze Weile hier im Regen gefahren. Er verhält sich im Regen sehr gut, auch bei schnellerem Fahren durch Kurven hat er echt guten Grip. Schnee kann ich jetzt halt noch gar nicht sagen, aber meine Frau war schon auf Schnee unterwegs, auch auf festgefahrener Schneedecke. Und die sagt, dass er echt super gute Eigenschaften hat, gut hält und sie auch gar nicht gerutscht ist und sich sicher gefühlt hat. Vielleicht kommt ja demnächst noch Schnee, dann kann ich dazu vielleicht noch mal ein kurzes Video machen vom Verhalten in der Hinsicht. Das ist jetzt also die neue Optik. Ich habe hier übrigens andere Rückleuchten verbaut mit dynamischen Blinkern. Das Video zum Einbau verlinke ich euch mal. Ja, und das war's auch schon wieder. Wie gesagt, mir gefällt die Felge sehr gut. Ich hoffe natürlich, das Video hat dem einen oder anderen gefallen. Ich denke, man sieht ganz gut, wie sich die Felgen optisch am Fahrzeug machen. Falls ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Habt ein schönes Weihnachtsfest, allen, die elektrisch fahren, allzeit einen vollgeladenen Akku und hoffentlich bis zum nächsten Mal.